Hallo, es ist unglaublich heiß und ich renne in der Wohnung fast nackt rum, weil es nicht anders geht. Ich muss mir heute noch meine Fußnägel neu machen und allgemein meine Nägel neu lackieren. Ich nehme euch wieder so ein bisschen mit durch mein Wochenende. Wir haben nochmal komplett umgeplant und ja, ihr werdet ja sehen, was so passiert. Ich werde jetzt erstmal frühstücken. Ich habe einen zum Teil sehr arbeitsreiches Wochenende, deswegen nehme ich mir jetzt die Zeit, wo ich sie gerade habe. Das sind Chia-Brötchen und kennt ihr übrigens das hier? Ich liebe das, diesen Ananaskäse. Ich liebe, 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 liebe das. Und nebenbei, der Fernseher war seit Tagen nicht an, weil ich irgendwie keinen Bock hatte auf Serien gucken oder irgendwas, ist ein sehr, sehr geiles Standbild. Das ist ein Netflix-Film, Ibiza heißt der. Passt gerade so zu meiner aktuellen Laune irgendwie. Ich dachte, das ist ganz geil. Genau. Und damit mache ich es mir jetzt mal erst mal gemütlich, bevor ich dann die Wohnung putzen muss. Ja, hey. Der Typ ist richtig heiß. Ich kenne den Schauspieler überhaupt nicht. Ich habe den noch nie gesehen. Aber der sieht richtig, 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 richtig gut aus. Ich stehe auf schöne Männer. Mann, der sieht echt gut aus. Kommt er noch mal ein bisschen näher ran, dass man ihn auch mal ein bisschen besser sehen kann? Da, guck mal bitte. Und Locken. Der hat Locken. Wie süß ist das denn bitte? So, ich wollte gerade mal gucken, was ich mir auf die Nägel mache. Ich hatte überlegt, auf die Fußnägel könnte auch eigentlich mal wieder sowas. Ja, das ist eigentlich eine gute Wahl. Und auf die Finger hatte ich irgendwie Bock auf sowas richtig knalliges Rotes. Oder auf keinen Fall, das will ich nach rosa. Was nehmen wir denn da? Was nehmen wir denn da? Ich glaube den. Genau. So. Hätten wir diese wichtige Frage auch geklärt. So, it's Date Night, meine Hasen. Das Wetter hat uns so leider so einen Strich durch die Rechnung. Das Wetter hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht und unser ursprünglicher Plan, den Abend am See zu verbringen, ist gescheitert. Deswegen, wir haben noch keinen Alternativplan. Wir machen jetzt einfach erstmal los und gucken mal, was wir dann machen. Und davon erzähle ich euch dann morgen wieder. Guten Morgen, ich mache mir gerade Frühstück. Wir sind dann gestern doch an den See gefahren. Es war dann doch noch echt schönes Wetter und es war super, 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 super schön. Es war echt sehr, sehr, sehr schön, aber jetzt bin ich echt noch müde. Dabei ist es gleich 9 und ich wollte heute eigentlich ganz, 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 ganz viel arbeiten. Wir werden sehen, wie das so läuft. Es ist nämlich halt auch schon wieder mega tolles Wetter. So, ich werde mich jetzt an meinen PC setzen, weil ich habe so ein paar Kundenaufträge, die ich das Wochenende fertig bekommen möchte, damit ich nächste Woche wieder meinen eigenen Kram machen kann. Sind aber Sachen, die sehr, sehr viel Spaß machen. Da freue ich mich schon drauf. Das Schöne ist halt wirklich, gerade wenn ich so Sachen vertone, seien es jetzt Werbung, Online-Kurse, E-Books, ich lerne halt auch immer mega viel, ne? Andere Leute müssen sich das kaufen und ich lerne quasi, weil ich das einspreche. Das ist super geil. Ich liebe das total. Das ist perfekt. genau, das werde ich jetzt einfach noch so ein paar Stunden machen. Und dann werden wir mal gucken, was so der Nachmittag bringt. Ich bin mir so unsicher, was das mit dem Wetter heute ist. Es ist zum Glück nicht ganz so heiß. Kann es aber durchaus noch werden oder es gewittert heute noch. Ich weiß nicht so richtig. Mal sehen, was das heute noch so wird. Sonst habe ich heute gar nicht so viel geplant, weil wir morgen einen schönen Mädelsabend geplant haben. Und ich dachte, irgendwann muss ich auch mal ein bisschen arbeiten und vielleicht auch mal einen Abend zu Hause verbringen. Aber wer weiß. Der Tag ist ja noch jung, ne? Übrigens habe ich die letzten Wochen zum Glück wieder meine Liebe fürs Leben entdeckt. Ich hatte da so eine kleine Leseflaute. Deswegen gibt es jetzt auch neue Buchrezensionen auf dem Buchkanal, wenn ihr mal schauen wollt. Der ist auch immer unten in der Infobox verlinkt. Und das hier lese ich gerade aktuell von Brittany Cavallaro. Holmes und ich, die Morde von Sherringford aus dem DTF Verlag. Das ist super geil. Ich bin ja ein großer Sherlock Holmes-Fan. Und das sind quasi die beiden Nachfahren. Also sie ist die Nachfahrin von Sherlock Holmes, also eine Ur-Ur-Ur-Ur.
und er ist der Nachfahre von Dr. Watson. Und die zwei gehen durch ein paar Zufälle jetzt gerade zusammen aufs Internat. Und natürlich geschieht ein Mord im Internat, der den beiden angehängt werden soll. Und die beiden ermitteln jetzt. Ist super, 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 super süß. Total genial. Ich liebe das. Ich verlinke euch das mal unten in der Infobox, falls das was für euch ist. Also ich kann euch jetzt schon sagen, es ist ein mega gutes Buch. Wenn ich so richtig im Arbeiten drin bin, so wie ich das also nach dem Umzug, schon vor dem Umzug und dann danach, fiel mir das auch unglaublich schwer, irgendwie so einen Arbeitsrhythmus zu haben und irgendwas zu schaffen. Zum Glück bin ich jetzt endlich wieder so in diesem Tun drin und habe wieder so dieses Gefühl, dass mich das so sehr erfüllt und das ist ein unglaublich schönes Gefühl. Aber wenn ich so in diesem Tun bin und in diesem Machen, vergesse ich immer zu essen. Das ist ganz schlimm. Ich merke das dann erst, wenn mir der Magen schon in den Kniekehlen hängt. Es ist jetzt, lasst mich kurz gucken, 15.30 Uhr und ich esse jetzt zu Mittag. Ich habe heute um 8:30 gefrühstückt und esse jetzt zum nächsten Mal was. Habe jetzt auch echt richtig, richtig, richtig doll Kohldampf. Aber ich habe schön was geschafft, es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und danach werde ich eine kleine Pause machen. Ich habe ein cooles YouTube-Video gesehen, zeige ich euch dann gleich. Und dann werde ich noch ein bisschen arbeiten. Bin halt richtig produktiv, ich schaffe was, ist geil. Also ich habe ja schon gesagt, dass ich jetzt gleich eine Pause mache und mir das Video hereinziehe. Spirituelle Reiki-Heilung. Das ist ein ASMR-Video. Wem ASMR jetzt nichts sagt, der kann das ja gerne mal bei Google sich angucken. Das hier ist zum Beispiel ein Video von Coco ASMR. Ich liebe ASMR-Videos. Um diese Art von Videos wird es aber bald auch auf meinem Kanal gehen. So, wir haben jetzt spontan, wirklich sehr, sehr, sehr spontan entschieden, Fußball bei mir zu gucken. Irgendwie spielt Deutschland gegen Österreich. Ich bin jetzt nicht so der Fußballgucker, aber so Länderspiele gucke ich mir schon mal an. WM gucke ich mir natürlich auch mit an. Das wird sicherlich toll, WM dieses Jahr. Und genau, das machen wir dann jetzt heute. Ne? Kann man schon mal machen auf dem Samstagabend. Vor allen Dingen ist mir das ganz lieb, heute mal so einen Couchabend zu machen, weil wir haben morgen Abend Mädelsabend. Mit Trinken und Musik und Männern und so. Das hört sich jetzt an. Naja, mit Männern gucken, was trinken und Musik hören nebenbei, weil wir auf ein Konzert gehen. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Und da bin ich ja quasi dann schon wieder unterwegs. Deswegen ist heute so ein ruhiger Abend zu Hause eigentlich gar keine so schlechte Idee. Kann man auch mal machen. Hallo, es ist schon Mittag. Ich habe einfach irgendwie vergessen, die Kamera in die Hand zu nehmen. Wir haben uns gestern Abend so einen ganz gemütlichen Abend auf der Couch gemacht. Das war super, super schön, super entspannt. Und um 2 war ich dann im Bett. Heute Morgen bin ich ganz ruhig in den Tag gestartet, habe jetzt gerade noch ein bisschen gearbeitet. Und werde jetzt ein kleines Mittagspäuschen machen, einen tollen Film gucken. Und dann muss ich mich vorbereiten, muss ich mir ein bisschen hübsch machen, weil wir haben heute Mädelsabend. Wir gehen auf ein Konzert. Ich freue mich schon mega, 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 mega drauf. Mal wieder so richtig schön aufhübschen. Bin gespannt, wie es wird. Ich freue mich einfach total. Wir haben ganz tolle Sachen zum Kindertag zugeschickt bekommen und die möchte ich euch jetzt gerne mal zeigen. Zum einen sind das CDs von Europa. Ich würde euch die alle unten in der Infobox verlinken. Und ein großes Thema ist natürlich Fußball, wegen der WM, die ja ansteht. Und da haben wir hier zum Beispiel Schlau wie 4 Fußball, dem Kick auf der Spur. Und Schlau wie 4 ist quasi eine Reihe und das ist jetzt hier die Fußballfolge davon. Dann haben wir hier noch Hexe Lilly auf der Ponyinsel, das ist was Schönes für Svea. Dann geht es hier nochmal um Fußball und zwar die Teufelskicker sind das. Und das ist die 72. Folge Freundschaftsspiel. Und dann haben wir hier nochmal die Punkies. Und zwar ist da Smudo mit dabei. Den kennen ja die Leute, die in meinem Alter sind. Und wir sind Freunde, wir sind eine Band. Also die Punkies sind eine Band. Und das ist jetzt die Folge, in der es um die perfekte Hymne geht. Sehr cool. Genau. Und dann haben wir noch 4 CDs von der Fuchsbande bekommen. Von der Fuchsbande haben wir schon die ersten 2 CDs mit den ersten 4 Fällen. Und Vince findet die wirklich richtig, richtig, richtig gut. Das sind 3 kleine Detektive quasi. Und die haben wir jetzt noch Fall 5 und 6 bekommen. Fall 7 und 8.
spielt dann eher so im Winter zur Weihnachtszeit. Dann haben wir hier noch, wo sind denn 9 und 10? 9 und 10 haben wir auf jeden Fall auch noch, wir haben jetzt alle komplett. Dann liegt die CD wahrscheinlich bei den Kindern, genau. Dann haben wir hier, wo war es jetzt? Hier 11 und 12, so ein bisschen auch im Herbst. Und dann hier noch 13 und 14. Die sind wirklich sehr, 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 sehr schön. Vince mit seinen fast 5 Jahren hört die wirklich sehr, sehr gern. Hier zu den neuen kann ich noch nichts sagen. Die Reihen kennen wir noch nicht. Da hören wir einfach mal rein. Und dann haben wir noch was von SES Creative bekommen. Die Marke empfehle ich ja immer super, super gerne, weil das sind verschiedene Bastelsets, auch für verschiedene Alter, Interessen. Und da habe ich schon so viele gehabt. Und das hier, was wir bekommen haben, kannte ich wiederum alles noch nicht. Das ist jetzt Mess-Free Glimmer Sheets. Also das sind quasi, wartet mal, steht es hier auch auf Deutsch, Glanzfolien-Bastelkarten. So, Glanzfolien-Bastelkarten sind das. Dann für ein bisschen ältere Kinder natürlich. Dann haben wir Fun-Mais bekommen. Das habe ich auch schon mal so ähnlich verschenkt, auch mit einem Einhorn, glaube ich, damals. Genau, und das kennt man ja, ne? Also diesen Mais, den macht man halt ein bisschen nass und dann wird er da so aufgeklebt. Genau, ich denke, das könnte sogar Svea mit ihren 2 Jahren schon hinbekommen. Und dann das dritte fand ich auch richtig geil, habe ich von SES Creative so auch noch nicht gesehen. Und zwar hier für Jungs so ein Bauset, so ein Metallkonstruktionsset Krabbeltiere. Das ist auch echt ein bisschen schwer, ne? Da hat man die ganzen Teile drin und kann damit diese Krabbeltiere bauen. Ist natürlich für ein bisschen ältere Kinder gedacht, ab 6 Jahren steht hier. Und sowas, ich liebe diese Sets, um sie zu verschenken. Sowohl an meine Kinder als auch natürlich an die Kinder von Freunden von uns. Ich mag das wirklich sehr. Da gibt es auch eine riesen Auswahl, wie gesagt. Und die 3 Sets, diese 3 neuen Sets, die wir bekommen haben, die verlinke ich euch auch einfach mal mit unten in der Infobox. So, da sieht sie doch ganz anders aus. Stellt euch das Ganze jetzt noch mit Lippenstift vor in der Farbe meiner Nägel. Den trage ich aber erst dann auf, wenn ich da bin. Ja, ich freue mich ganz doll. Das wird mega, 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 mega. Es hat unglaublich Spaß gemacht, sich gerade fertig zu machen. Wie gesagt, hier kommt noch knallroter Lippenstift dazu. Und dann haben wir jetzt einen ganz, ganz tollen Mädelsabend. Ich freue mich mega. Wer mir auf Instagram folgt, der hat einiges vom Mädelsabend gesehen. Sicherlich auch mein Outfit. Genau. Und für alle anderen, ich wollte aber nicht die Kamera mitnehmen. Und deswegen beende ich den Vlog heute wieder. Und wir sehen uns ganz bald wieder. Ich freue mich. Das wird mega. Ich freue mich. Macht es auch mal wieder. Geht mal wieder mit euren Mädels aus.